damit recht herzlich willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Mein Name ist Wunan, das ist die Firma Schwierig und wir gehen mal reingucken. Ja, zuletzt haben wir das F&E-Labor freigeschalten und jetzt kriegen wir gerade eine schöne Branchenneuheit-Meldung von Rollercoaster. Das letzte Spiel anscheinend von uns. 1 Million Platin-Status läuft bei uns. So, und gucken wir mal weiter. Ich konnte leider die letzte Zeit nicht so oft aufnehmen, weil vor meiner Tür wurde gerade gebaggert. Und ich nehme jetzt mal sehr spät abends daher auf, wenn es geht, weil ich auch noch Spätschicht habe. Dann heißt es, wo dann nimmt mitternachts auf. Klingt komisch. Aber gut, wenn es nicht anders geht, geht's nun mal nicht anders. Dr. Pepper? Nee, wir schicken die alle mal in Urlaub. Gute Idee, bevor wir im Projekt wieder starten. So, gucken wir nochmal das Label. Boni, ja, die PlayStation 3 kommt raus. Nice. Geil, geil, geil. Richtig geil. Bleibt abzuwarten, wie die Kunden auf die Preise in Bezug auf den günstigen Angebot auf dem Markt reagieren. Wenn man jedoch den Erfolg von PlayStation 2 betrachtet, so darf Boni gespannt hoffen. Die Konsole wird in den kommenden Monaten erwartet. Nice. Gibt es irgendwelche... Oh, okay. G3 Metal kommt gerade und rollen auf Costa. Wie viel lockt es an? 876.000 Zuschauer. Wahnsinn. Schaulustige. Platz 23 schon. Was ist denn mit dir, Digga? Hm? Gameplay Engine. So, wir haben die Engine schon jemand. Müssen aufpassen. Dass wir vielleicht jemanden wirklich in seinen Forschungspunkten auf jeden Fall. Oh, die gute Frau schicken wir erstmal nochmal in Urlaub. Zack. Die anderen machen Auftragsarbeiten. So kennen wir das, so lieben wir es. Ah, hier. Codename Grid. Das ist so eine Spieleplattform wie Steam zum Beispiel oder Origins oder wie sie nicht alle heißen. Gut. Wenn wir das freigeschalten haben, sind wir ein bisschen flexibler mit den Preisen. Also es wird schon ersichtlich, dass wir mehr verdienen an Spielen als jetzt zum Beispiel. Verdienen wir gerade mal die Hälfte von denen. Man kann sagen, wir verkaufen 1 Million Spiele, also haben wir 500.000 Umsatz erzielt. So ungefähr ist es gerade. Für ein Appel und ein Ei. Strategie ist gerade im Kommen. Müssen wir jetzt mal gucken, ob wir wo dann nicht was Schönes. Nee, Hacken. Rennsport, Cyberpunk, Zwerge, Mecha, also irgendwas. Rennsport, Strategie. Gut, dann. Multiplattform. Boah, ja, ne? Benutzerfahren, Texturen, benutzer definitiv Texturen, Graphic, Gameplay, kann man Sheets einbauen, alles mögliche. Guckt euch mal den Quatsch hier alles an. Thailand, sag du. Game Contents. Ladebildschirme, Tipps, freizügige Charaktere, Medikit, Event Times. Oh, Backe. Da hat uns der gute Junge einiges mit reingehauen in diesen Mod. Ja. Mod Support auf jeden Fall. Hört sich mal gut an. Grundlegende Physik. Auf jeden Fall die junge Dame könnte Mod Support lernen. Nee, 15 Punkte Cloud-Spielstände, geklaute Spielstände. Forschung, was machst du denn hier eigentlich? Gar nichts. Ah, das wird unter Grafiken, ne? Graffiti! Feuereffekte. Komm, machen wir alles nacheinander und dann gucken wir mal, ob wir so ein RPG nicht alle Oblivion raushauen können. Beats. Oh, Sheets. Machen wir mal Sheets mit rein. Oder Cheater, du. So.
So, dann brauchen wir natürlich jetzt auch eine neue Engine. Jetzt. Jetzt, gut. So, Engine erstellen und die nennen wir dann boah, ne. Die Nutzerdefinierte. Genau, das ist eine gute Engine. Benutzerdefinierte. Damit wir wissen, wie viel das war. Das war die 7. glaube ich, an der Hand. Kante. Lineare Erzählung natürlich nicht. Okay. Und da ist mit rein. Wird teuer. Level Editor. Okay. Soundtracks. Gut. Wird eine Million kosten, das Ganze. Der Spaß. Aber das wird eine RPG-Engine. Ungefähr. Da hätte man, ja, hätte man wahrscheinlich auch noch was rauslassen können. Benutzerdefinierte 7. So, wenn nämlich Codename Grid genommen wird hier, erforscht wird. Ja, Konkurrent natürlich, Voni und Microsoft ist ja wohl bekannt. Und hier wird es nochmal schön nacherzählt quasi. Als sie über die üblichen hohen Preise von PlaySystem 3 befragt wurden, gaben hochrangige Manager die Unternehmen folgende Antworten. Die Leute werden mehr arbeiten, um die Konsole kaufen zu können. Hallo. Wir können wohl, dass die Leute sich mehr als alles andere wünschen. Aha. Wir sind nicht sicher, ob die Spieler sich so danach verzehren werden wie bislang. Wurden noch keine nennenswerten Spiele vom PlaySystem 3 angekündigt. Es können Weile dauern, bis namhafte Entwickler volle Potenzial aus der starken Konsole rausholen können. Stimmt, weil die Kerne wurden damals einzeln, glaube ich, von der Grafik freigeschalten, weil die Spiele einfach das System war einfach unterfordert zum Teil. So, schicken wir dich auch noch in Urlaub, apropos unterfordert. Und neues Spiel entwickeln, blablabla, Erwachsene. Ach, groß. Eins nach dem anderen, ne? Name kennen wir noch nicht. Polizeistrategie. Haben wir da schon Polizeistrategie? Nee, Bösewicht, Filme, Brettspiele, Leben, Kriminalität, Gewalt, Themenpark, Point and Click, din, Hacking, wieder Hacking. Es gab auch Formel 1 Actionspiele. Überleben Strategie spielen leicht. Machen wir aber dann doch lieber auf Kriminalität. Genre Strategie. Action-Strategie. Mal gucken, ob das nicht was wird. Wir haben hier schon Beispiel PlaySystem 3 ist Action und aber Simulation. Okay, Bring's auf den PC raus und was hast du denn jetzt gemacht? Bring's auf den PC raus, ja. Gut. So, dann nennen wir es die Engine. Benutzerdefinierte Engine und wir haben Strategie, Action, Kriminalität. Das hört sich doch an, nach Grand Theft Auto. Wie nennen wir es am besten? Grande Miseria Neapel. Ja, das Add-on quasi von ja, San Andreas damals, ne? Okay, Anspielung auf. Wenn ich es erklären muss, ist es nicht mehr so witzig, also. Entwicklung starten. Grande Miseria Diab. bam bam bam. Verzweigende Erzählung. Nein, das ist ein Strategie-Action-Spiel. Ich glaube, das wird voll in die Hose gehen, aber wir sind Cheats. Machen wir Cheats mit rein.
Action-Strategie. Moment, die Engine hoch, Gameplay runter. Sorry, das gibt es nicht, oder? Vielleicht aber doch ein bisschen zumindest. Gut, wir haben Engine-Typi. Ben Silverman, herzlichen Glückwunsch, du bist der Engine-Typi. Wir haben Gameplay-Typen, wahrscheinlich auch irgendwo. Moment. Mod-Support. Cloud-Spielstände. Grundlegende Physik vielleicht mit einbauen. Ah, ausgezeichnet. Dann wird das schon mal ein sehr gutes Spiel. Gameplay hätten wir da auch noch. Ich würde gerne Cheats und Schwierigkeiten mit einbauen. Scheiß auf die Spieltutorials. Grand Theft Auto braucht kein Tutorial. So, Grand Theft Auto ist ein Tutorial für das Leben. Gut, Pamela Clayton. Geiler Name auf jeden Fall schon mal. Kriegst eine Gehaltserhöhung. Nee. Shirley Zimmerman. Mhm. Technologie-Story, Quest-Gameplay. Pamela Clayton, bist doch eigentlich da gar nicht mal so blöd aufgestellt, denke ich. Hm? Oder wir machen klassischen Wodan draus. Ja. Gameplay-Chefsache. Ich habe ein Talent für Sicherheitsfragen und ich glaube, ein paar Sicherheitsbesserungen würden unserem Büro nicht schaden. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, eine Investition von 50 Riesen. Was? Oh, ich glaube, es ist wirklich... Ich werde sofort damit anfangen. Gut. Also sie geht jetzt in Urlaub für 50.000. Quasi. Grande Miseria. Neapel. Oh, packe. Ich habe ja die Vermutung, dass die Multigenre meistens immer in die Hose gehen. Dialogbaum möchte ich da mal drin sehen. So, künstliche Intelligenz, bum 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 bum, alles gut. Ich find's toll, so lassen wir das auch. Donovan Thomas vielleicht nochmal gucken, ob der sich da nicht verirrt hat. Doch, im Design ist er sehr gut. Künstliche Intelligenz kann man gucken, wer ist denn da? Mhm. Lorraine Summers, 703 und Dialog-Level Christian Robertson. Bam. Hat er gut gemacht? Ich kann mir nochmal im Marketing irgendwie eine kleine Werbetrommel trommeln. Kleine Kampagne. 500 Riesen. Lächerlich. Oh Gott. Das wird richtig schwierig in die Hosen gehen. Aber sie lernen sehr, sehr viel dazu. Das ist gut. Gut. Und Forschungspunkte. Es geht auch immer ein Stückchen weit um die Forschungspunkte, ne? Man muss sich ja selber verbessern. Der Sound. Da war ja was. Wenn wir da jetzt Soundtrack mit reinkriegen. Das wäre. Benutzerdefinierte Texturen. Inwiefern die Spielwelt hoch, Sound hoch. Okay. Okay. Ja, geht die. Es sieht da so aus. Also wird das Spiel auf die Grafik ein bisschen kacken, ne? Gerade. Ah, wow. Einfach nur wow. Shirley ist der Techniker. Und Sound ist Ben Silverman auch nicht so der Schlechte. Hm. Hätten wir irgendjemanden, der nicht Team so gerade angekackt ist? Ich bin selber nicht gerade. Oh, ich bin auch nicht so gut. Wir hatten noch einen 468er, das ist Pamela Clayton. Die Sound kurz rein? Nee. Gott, ich glaube, der Chef darf ruhig mal 7% mehr geben als die anderen. Grundtöne, nein. So, wir machen das jetzt so. Passt aus. Man muss sich halt mal einen sauren Apfel beißen. Guckt euch mal die Bugs-Produktion an hier.
120. Brauche ich mich hier nicht wundern, ne? Ganz Cheater und Bug-User. Komm. Licht noch ein Schnocken. Tastatur in Noggen. Gut, PlaySystem 2 wird vom Markt genommen in 2 Monaten. Wir hatten da ein paar gute Spiele drauf. Bugs wegmachen? Nee? Nein? So. Hier sehen wir schon 9, 10, 12 Punkte verbessert auf Design. Der eine hat sich auf 12 Punkte in Technologie verbessert. Unglaublich. Krass. Learning by doing. Kann ich nur jedem empfehlen. Odan hat Level 8 gekriegt. Ben Silverman hat Level Aufstieg gekriegt. Eieiei, was? Wie sieht's oben aus? Bei künstliche Intelligenz, wenn wir was freischalten können. Gut. Da sind sie alle. Gehaltsschnaken. Ja. Nur die Grafikkarte Volume 5 und AAA-Spiele. AAA-Spiele sind freigeschalten. Geil. Richtig geil. Die sieht schlauer aus. Da ist die Bewertung. Oh, bitte, lass es eine gute Bewertung sein. Sehr gut. Toll. 9. Ein Meisterwerk in Format Game. Fantastisch. Wirklich großartig. Ja, oh, das ist gut. Das ist sehr gut, dass wir damit durchstarten, weil ich habe das so gepusht mit 500.000 nochmal in die Marketingabteilung reingeschlottert quasi. Und die erste Woche haben wir, oder, na doch, die erste Woche haben wir 765.000 verkauft in einer Woche. Jetzt haben wir schon 1,5 Millionen. Mann, Mann, Mann. Da, Platin-Status erreicht, wenn es ein Album wäre. So. Es gibt von Grabble bekannt, dass, ja, diese Art iPhone, ne, kommen jetzt die Trends mit den kleinen, großen Touchscreens, Graphic-Chips für die Handys. Und jetzt könnte man kleine Corsair-Spiele wieder rausbringen. Das werden wir auch mal tun. Für alle. Kleine Spiele wieder rausbringen. Thema Dungeons. Fischen. Formel 1. Themenpark. Bösewicht. Geister. Warte mal. Brettspiele war nicht schlecht. Corsair. Großartig. Die Plattform würde lustig werden. Wo ist sie denn? Wo bist du? Verdammt, aber egal. Ja, wir kaufen ihn. Wir nennen es, weg mit dem Brett. Mir fällt echt nichts ein. Ich bin so kreativ wie ein Panzer auf der Autobahn. Reicht da noch die? Grafikkarte müsste eigentlich reichen, oder? Für Kinder? Großartig, benutzen definiert. So. Das könnte auch textbasierend. Gut, auf jeden Fall machen wir so. Engine, Stories gibt's nicht. Wie gesagt. Tutorial, Schwierigkeitsgrad cheaten könnte von mir aus. Mein Gott, Achim. Großer Messestand. Kannst sogar welche in Urlaub schicken, weil es ist ein kleines Spiel. So krass, oder? Als ich anfing, Grande Miseria, Neapel zu spielen, hatte ich keine Ahnung, was da auf mich erwartet. Die computergesteuerten Einheiten in diesem Spiel. Unglaublich überzeugend. Nicht gelegentlich dabei erwischt habe, wie ich mit ihnen reden. Ah ja. Soll ich mich nur ein Spiel mit Einhörnern und Regenbögen, Piraten und Ninas, die mit Regenbögen werfen und eine Eidechse auf dem Kopf haben? Nee, jetzt übertreibe ich. Könnte das Spiel noch toppen. Ja, also die Einhörner könnten wir sicherlich irgendwie einbauen. Kein Problem. Aber maßlose Übertreibung kennt hier wieder keine Grenzen. PlaySystem 2 wird nicht länger unterstützt. Wir haben 4 Spiele draufgebracht und 57,8 Millionen eingenommen.
Alter, die Zahl. 57,8 Millionen. Krasser Typ. Ja, Kriminalität und Strategie, Action ist eine gute Kombination. Sound scheint für diese Art von Spielen sehr wichtig zu sein. Ja, da haben wir die Priorität gut reingehauen. Ne? Chef, sie ist fertig und online. Grid ist der Name, unsere eigene internetbasierende Vertriebsplattform. Genau, so nennt man das. Das System sollte den Marktanteil am PC-Spiel stark verbessern. Wenn wir einmal unsere eigene Konsole produzieren werden, wir damit auch dort einen großartigen Vorteil haben. Geil. Toll. Oh, ich gucke gerade und ich sehe, es ist schon wieder vorbei. Also wir haben hier große Fortschritte gemacht in den letzten Tagen, in den letzten Spielen. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, über die Kommentare auch und über die Däumchen. Lasst es auch wieder da, wenn es euch gefallen hat. Freut mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, ciao.